Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zur heutigen mathematischen Ergänzungsstunde. Wir wollen uns heute mal etwas näher angucken, wie ist es eigentlich zur Relativitätstheorie gekommen. Das entscheidende Experiment dazu war das Michelson-Experiment. Das Michelson-Experiment, das hatten wir ja in der Vorlesung. Man hat versucht, die Lichtgeschwindigkeit relativ zu einem Lichtäther zu messen, ist dabei nicht zum Erfolg gekommen. Und wir wollen uns das jetzt mal von der mathematischen Seite her etwas genauer angucken. Ich zeige Ihnen dann auch noch weitere mathematische Folgerungen aus der Relativitätstheorie, die ich jetzt mal in der Vorlesung weggelassen habe, aber ich glaube, die ganz interessant sind. Und da sehen Sie wirklich sozusagen den Kern dieser Theorie. Wie kommt es eigentlich zu verschiedenen Sachen in der Relativitätstheorie, von denen Sie wahrscheinlich schon gehört haben? Warum kann man eigentlich nicht schneller werden als die Lichtgeschwindigkeit? Ja? Relativistische Masseveränderlichkeit, glaube ich, haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Angeblich wird man schwerer, wenn man sich schnell bewegt. Also ich meine, ich werde auch immer schwerer und habe immer das Gefühl, ich bewege mich immer langsamer. Das ist aber was anderes, das hat nichts mit Relativitätstheorie zu tun, sondern in der Relativitätstheorie gibt es das. Also je schneller man sich bewegt, desto träger wird die Masse. Wo kommt das eigentlich her? All das will ich Ihnen jetzt erklären in dem Kapitel Rechnungen zum Michelson-Experiment, eines der wichtigsten Experimente, die die Physik Ende des 19. Jahrhunderts gesehen hat. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Diese Rechnungen gucken wir uns an, aber nochmal, wir machen noch deutlich mehr. Also, vielleicht erstmal, wie hat man eigentlich die Lichtgeschwindigkeit gemessen? Das habe ich Ihnen in der Vorlesung auch gezeigt. Die Zahnradmethode von Fizeau, das war das erste Mal, dass man mechanisch die Lichtgeschwindigkeit gemessen hat. Ja? Man kannte ja nur die astronomische Methode nach Ole Römer, aber dass man wirklich ein Experiment gemacht hat, was man auf der Erde durchgeführt hat, um die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Und Sie können sich ja vorstellen, das Problem ist, die Lichtgeschwindigkeit ist sehr groß. Ich muss also irgendwie versuchen, die Zeit genau zu messen. Das zu einer Zeit, als Uhren noch, also Uhren, die haben sich gefreut, wenn sie auf eine Sekunde genau gegangen sind. Ja? Und das hat man mit so einem Zahnrad hingekriegt. Wenn man dieses Zahnrad hier nur schnell genug dreht, dann kann man sozusagen als Zeiteinheit nehmen, wenn sich das genau um einen Zahn weitergedreht hat. Und da hat der Fizeau ein Experiment aufgebaut, in dem er Licht sozusagen durch einen Zahn geschickt hat, auf einen Spiegel in 8 Kilometer Entfernung. Dort wurde das Licht zurückgespiegelt. Und wenn es zurückgekommen ist, hat sich das Zahnrad gerade um einen Zahn weitergedreht und dann konnte man das Licht beobachten. Und aus der Frequenz dieses Zahnrades, ja, wenn ich es so drehe, mit der richtigen Frequenz, dass sich das Licht, wenn es diese 16 Kilometer zurücklegt, 8 hin und 8 zurück, gerade um einen Zahn weiter dreht, ja, sodass das Licht wieder durch kann. Wenn ich das also in der richtigen Frequenz drehe, dann kann ich aus dieser Frequenz die Lichtgeschwindigkeit bestimmen. Das war die Idee dahinter. Überlegen Sie sich, 1849, überhaupt einen Lichtstrahl zu produzieren, den ich 8 Kilometer lang sehen kann, ist schon nicht ganz einfach. Ja? Das hat er offenbar hingekriegt. Und zwar, wenn wir mal Zahlen einsetzen, er hatte ein Zahnrad mit 720 Zähnen, allein das ist schon eine feinmechanische Meisterleistung, sowas hinzukriegen, 1849. Dann stand sein Spiegel in 8,63 Kilometern Entfernung und er hat festgestellt, wenn dieses Zahnrad mit einer Frequenz von 25 Umdrehungen pro Sekunde gedreht wird, also da hat man richtig schnell gekurbelt, dann konnte man genau den gespiegelten Lichtstrahl sehen. Das heißt, dann hat es sich offenbar um einen Zahn weitergedreht. Und wir wollen uns daraus mal die Lichtgeschwindigkeit berechnen. Also, das Zahnrad dreht sich um den Winkel Delta Alpha gleich Omega mal Delta T. Omega ist die Winkelgeschwindigkeit, mit der ich dieses Zahnrad drehe und Delta Alpha ist der Winkel in Bogenmaß, wie sich das Zahnrad weiter bewegt. Ja, und Omega ist 2 Pi mal die Frequenz. Die Kreisfrequenz ist 2 Pi mal die richtige Frequenz. Gut, bei Drehung um einen Zahn ist ja Delta Alpha, die Winkeländerung hier bei der Drehung, ist dann 2 Pi durch N, wenn N die Zahl der Zähne ist. Ja, dadurch wird ja das Zahnrad in n gleiche Teile unterteilt und wir wollen ja, dass es um einen Sektor sich weitergedreht hat. Also ist unser Delta Alpha, was wir hier einsetzen müssen, 2 Pi durch n, n ist die Zahl der Zähne. Und dann können wir das nach Delta T auflösen, das ist 2 Pi durch n, Delta Alpha, dividiert durch 2 Pi f, also 1 durch n mal f. N ist die Zahl der Zähne, f ist die Frequenz, mit der ich dieses Zahnrad drehe.
Ja? So, und da können Sie sich jetzt Zahlen einsetzen, das Delta T ist also 720 mal 25,2 und 1 durch. Das ist Delta T ist also 5 mal 10 hoch minus 5 Sekunden. Da sehen Sie es jetzt. Ja? Man hat es also geschafft, hier 55 Mikrosekunden, Millionstel Sekunden, sozusagen eine Zeiteinheit von 55 Millionstel Sekunden zu erzeugen. Das war das Geheimnis, auf mechanische Art und Weise. Das hätte man in der damaligen Zeit nie mit einer Uhr oder so, mit der Genauigkeit einer Uhr hingekriegt. Heute ist das natürlich alles kein Problem. Ja? So, und jetzt ist natürlich klar, die Lichtgeschwindigkeit ist einfach die Strecke, die das Licht in dieser Zeit zurücklegt, und das sind 16 Kilometer, einmal hin und zurück. Ja? Das ist also 2L, wenn L diese Strecke ist, 2L durch Delta T. Also 2L mal N mal F, denn 1 durch Delta T ist ja, Delta T ist ja 1 durch N mal F. Ja? Und jetzt setze ich hier die Zahlen ein, und da sehen Sie, da kommt dann also einfach raus, das ist so viel Kilometer in der Sekunde, das sind also 313.000 Kilometer in der Sekunde. Das sind auch die Originalzahlenwerte von damals. Da sehen Sie, man hat tatsächlich mechanisch einen relativ genauen Wert schon hingekriegt. Das war das erste Mal, 1849. Wieso? Foucault hat zwei Jahre später auch eine mechanische Methode vorgeschlagen. Die ist im Prinzip die gleiche, nur hier hat man jetzt die Bewegung durch die Drehung eines Spiegels versucht hinzubekommen. Das geht so, ich habe hier meinen Lichtstrahl, der trifft auf einen Spiegel und von hier nach hier ist die Strecke L1, die muss ich genau messen. Dann wird der reflektiert, ja, zu einem festen Spiegel, dieser Spiegel, der ist fest installiert, und der Lichtstrahl geht wieder zurück. Und während dieser Zeit, während der Lichtstrahl sich hin und zurück bewegt, hat der Spiegel sich ein kleines bisschen weiter gedreht, um den Winkel Alpha. Ja? Und das bedeutet, dass der zurücklaufende Strahl gespiegelt wird und etwas neben den Ursprungsstrahl L1 auftrifft, ja, hier zum Beispiel auf einen Schirm, und zwar um den Winkel 2 Alpha gedreht. Also wenn sich dieser Spiegel um den Winkel Alpha dreht, dann haben wir hier den Winkel 2 Alpha. Ja? Und jetzt ist wieder das gleiche Spiel. Die Lichtgeschwindigkeit berechnet sich aus zweimal dieser Strecke L hin und zurück und der Zeit, die jetzt dieser Spiegel braucht, um sich weiterzudrehen um den Winkel Alpha. Und diese Zeit kann ich mir jetzt messen aus diesem Abstand Delta L, indem ich diesen gespiegelten Strahl messe. Daraus ergibt sich die Zeitdauer Delta T, die das Licht gebraucht hat, um hier hinzulaufen und wieder zurückzulaufen. Also nochmal, Alpha ist gleich Omega mal Delta T, wie wir das eben hatten, Alpha in Bogenmaß, ja, und das ist 2 Pi F mal Delta T. Dieses Delta L hier, dieser Abstand, das ist einfach L1, diese Strecke, mal 2 Alpha. Wenn der Winkel hier klein ist, der Winkel Alpha klein ist, und der ist klein, dann ist das ja hier ungefähr ein Kreisbogen. Und dann ist das einfach in Bogenmaß, dann ist das einfach die Formel für die Länge eines Kreisabschnittes, ja, so wie so ein Winkel in Bogenmaß ja definiert ist. Das heißt, dann ist das Delta L einfach L1 mal 2 Alpha. L1 ist ja fest, ist ja gegeben. Ja, und Alpha ist ja 2 Pi F mal Delta T, das heißt, das ist jetzt 4 Pi F mal Delta T mal L1. Unsere Lichtgeschwindigkeit, hatten wir schon gesagt, ist 2L, also hin und zurück, durch Delta T. Delta T ist die Zeit, die in der der Spiegel sich um den Winkel Alpha weitergedreht hat. Und für das Delta T, diese Formel hier löse ich also nach Delta T auf und setze das hier ein. Also ist die Lichtgeschwindigkeit 8 Pi mal die Frequenz, mit der sich dieser Spiegel dreht, ja, mal L, das ist diese Strecke, mal L1, das ist diese Strecke, durch Delta L, das ist hier der Abstand, das ist die Messgröße, die ich hier habe. Das sind also alles Messgrößen. Nun kann ich einen Spiegel mechanisch nicht so schnell drehen, da muss ich aufpassen. Wenn ich den Spiegel nicht so schnell drehen will, dann muss ich einfach hier die Länge L, die Länge muss ich möglichst groß machen, oder auch die Länge L1, das muss ich ja dann möglichst groß machen, damit ich hier auch einen Delta L bekomme, was ich halbwegs groß hinkriege, dass ich das gut ablesen kann, dann kann ich das F klein machen, um eben einen Spiegel halbwegs schnell drehen zu können. Ja, deswegen ist es so, wenn Sie
hier mit der Drehspiegelmethode messen, dann müssen Sie immer ziemlich lange Strecken machen. Aber ich meine, das mussten Sie eben bei Fizeau auch, da war es ja 8 Kilometer lang. Hier geht das schon ein bisschen kürzer, wenn Sie das hier im Hörsaal machen mit einem Laser, ja, dann ist das die Strecke L1, das ist hier die Strecke L1, ja, dann ist das die Strecke L, da sehen Sie, da nutzt man auch ein bisschen, dass man das spiegelt, die Strecke kann man auch so im Zickzack machen, das ist ja egal, das muss keine gerade Strecke sein, ja, dann haben Sie hier diesen sich drehenden Spiegel. Das können wir heute natürlich mit einem Elektromotor machen, also der sich mit der Frequenz F dreht. Und wir können mal umgekehrt rechnen, wie schnell muss ich so einen Spiegel eigentlich drehen, damit Sie das mit so, in so einem Hörsaal realisieren können. Also hier und das Delta L, das würde man dann hier messen können. Das ist ja dann, wenn der Spiegel sich dreht, der reflektierte Strahl, den Sie hier daneben sich angucken. Ja? Und da sehen Sie, wenn Delta L 1 Millimeter ist, Sie die Ausmaße dieses Hörsaals nehmen, die Lichtgeschwindigkeit kennen wir, dann muss sich der Spiegel immerhin mit einer Frequenz von 142 Hertz drehen, also 142 Umdrehungen pro Sekunde. Das ist nicht wenig. Ja? Also da sehen Sie, auch das ist eine mechanisch sehr aufwendige Methode, um die Lichtgeschwindigkeit zu messen. Aber das hat damals 1851 auch schon funktioniert. Das waren die mechanischen Methoden, die wollte ich Ihnen von der Mathematik her auch nochmal erklären. Ja, die Lichtgeschwindigkeit war ja die erste Größe, bei der man wirklich festgesetzt hat, ja, wie groß sie sein soll. Nachdem man sie so genau gemessen hat, hat man gesagt, jetzt machen wir es genau umgekehrt. Wir definieren das Meter über die festgesetzte Lichtgeschwindigkeit. Man hat das Cäsiumatom schon festgesetzt, die Schwingung des Cäsiumatoms, ja, das ist eine bestimmte quantenmechanische Schwingung, ja, zu dieser Zahl, das hat man eigentlich schon 1967 gemacht, hat man auch aufgehört zu zählen, hat man gesagt, das ist die Frequenz, mit der diese Strahlung des Cäsiumatoms emittiert wird, aber das war genau genommen die zweite Größe, die man festgesetzt hat, und ich hatte Ihnen in der Vorlesung im ersten Semester ja erklärt, heute hat man alle SI-Einheiten auf Naturkonstanten festgelegt, deren Werte man ein für alle Mal definiert hat. Die sind also ein für alle Mal bis in alle Zukunft sind die Werte der Naturkonstanten festgelegt, also die Lichtgeschwindigkeit wird immer diesen Wert haben, ja, 299.792,458 Kilometer in der Sekunde. Und da sind jetzt nicht mehr Stellen angegeben, weil ich nicht mehr Stellen angeben kann, es gibt nicht mehr Stellen. Das ist ein exakter Wert, ohne Fehler. Ja, die Lichtgeschwindigkeit ist damit also festgesetzt. Ja, gut. Wie addieren sich eigentlich Geschwindigkeiten? Das war ja die zentrale Frage, auch im Michelson-Experiment. Es ist ja so, wenn Sie in einem System S' sich befinden und das System S sich jetzt relativ mit der Geschwindigkeit V zum System S' bewegt. Ja, ich habe das jetzt mal umbenannt. Bisher war ja immer das System S das gelbe System und das System S' das blaue System. Das ist jetzt mal umgekehrt, wie ich gerade sehe. Macht ja nichts. Ja? So, und dann bewegen die sich also relativ zueinander mit der Geschwindigkeit V. Und dann ist es so, ich schmeiße jetzt nach vorne mit der Geschwindigkeit U einen Gegenstand weg. Also ich gehe hier jetzt so, ja, und schmeiße jetzt mit der Geschwindigkeit U den Gegenstand weg. Ja, das tue ich jetzt. Und dann ist es ja klar, die Geschwindigkeit U', die ich aus dem ruhenden System heraus messe, ist ja ganz einfach gegeben durch U' ist gleich U plus V. Also zu der Geschwindigkeit U, mit der ich den Gegenstand wegwerfe, addiert sich die Geschwindigkeit V, mit der ich mich bewege. Das macht ja Sinn. Das sagen mir auch die Galilei-Transformationen, dass das so sein muss. Das ist also vernünftig. Ja? Und man kann sich jetzt die Frage stellen, was passiert denn, wenn ich da Licht habe? Also wieder gleiches Spiel, System S' in Ruhe, System S bewegt sich mit der Geschwindigkeit V relativ zu mir. Ja? Ich habe jetzt, ja, ich bewege mich jetzt mit der Geschwindigkeit V und strahle jetzt Licht in meine Richtung aus, in die Bewegungsrichtung aus. Ich strahle also Licht in die Bewegungsrichtung aus. Ja, wenn ich von außen drauf gucke, habe ich natürlich die Lichtgeschwindigkeit C', die ich messe im System S'. Welche Geschwindigkeit messe ich denn im System S? Nein, falsch. Wenn ich mich im System S befinde, wenn ich also mich mitbewege und dann Licht ausstrahle, dann messe ich die Geschwindigkeit C. Ja? Welche Geschwindigkeit C' messe ich denn
im System S', wenn ich von außen gucke, in der Argumentation von oben, nicht von oben, sondern von eben, wenn die Galilei-Transformation stimmt, müsste ich doch die Lichtgeschwindigkeit C' gleich C plus V messen. Das heißt, die Bewegung, mit der ich mich messe, müsste doch der Bewegung des Lichtes überlagert sein. Und von außen betrachtet, müsste ich doch dann die Geschwindigkeit C plus V messen. Das wäre es doch. Naja, schauen wir doch mal, ob das der Fall ist. Und das war die Idee von Michelson und Morley. Die wollten das ausprobieren. Ist das so? Kann ich das messen, dass die Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege, der Lichtgeschwindigkeit überlagert ist? Das Problem ist jetzt nur, dass die Lichtgeschwindigkeit so groß ist, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ja? Gegenüber der Lichtgeschwindigkeit sind natürlich alle Geschwindigkeiten klein. Welche Geschwindigkeit kann ich denn nehmen und sie der Lichtgeschwindigkeit überlagern? Naja, damit ich überhaupt einen Effekt sehe. Naja, sie sind auf die Idee gekommen, man kann die Erde nehmen. Die Erde bewegt sich ja sozusagen durch den Äther, wie man gedacht hat, der Äther relativ zu dem sich alles bewegt. Und dann kann sich die Erde ja einmal mit dem Licht bewegen und einmal gegen das Licht bewegen, hier auf ihrem Weg um die Sonne. Ja, und die Erde bewegt sich insgesamt mit 30 Kilometern pro Sekunde. 30, zwar nicht 300.000, aber immerhin 30, das ist eine große Geschwindigkeit, 30 Kilometer pro Sekunde, das ist viel. Ja, bewegt sich unsere Erde durch den Weltraum. Ja, weil sie sich ja insgesamt auch mit der Sonne um das galaktische Zentrum bewegt. Mit 30 Kilometern pro Sekunde bewegt sich unsere Erde, das ist ja schon mal was. Ja, und jetzt bewegt sie sich sozusagen einmal auf, ja, kann ich mich jetzt auf die Sonne zubewegen und einmal kann ich mich von der Sonne wegbewegen. Aber diese 30 Kilometer pro Sekunde müssten ja den 300.000 Kilometern pro Sekunde Lichtgeschwindigkeit überlagert sein. Das muss ich doch irgendwie messen können. Ja? Also stellen Sie sich das so vor, ich habe jetzt hier also eine Lichtquelle und einmal bewege ich mich mit der Erde, die Erde bewegt sich mit der Geschwindigkeit V, einmal bewege ich mich mit der Erde, dann muss ich doch die Geschwindigkeit C plus V messen. Und einmal bewege ich mich genau entgegen der Bewegung der Erde, dann muss ich doch die Geschwindigkeit C minus V messen. Das wäre ja nach Galilei-Transformation die richtige Sichtweise. Ja? Und da haben sich jetzt Michelson und Morley eine clevere Apparatur überlegt, wie man sozusagen das messen könnte, dass sich der Lichtgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der Erde überlagert. Und zwar folgendermaßen. Hier sehen Sie die Apparatur. Ja? Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel. Das kann man schaffen, indem man auf Glas irgendwas aufdampft und dann geht die Hälfte des Lichtes durch und die andere Hälfte wird reflektiert. Also wir haben hier eine Lichtquelle, dann kommt das Licht an, die Hälfte des Lichtes geht durch und läuft diese Strecke L parallel und die Hälfte des Lichtes wird reflektiert und durchläuft die Strecke L senkrecht. Hier haben Sie einen festen Spiegel und das Licht wird von dem Spiegel zurückreflektiert. Und hier haben Sie auch einen festen Spiegel und das Licht wird zurückreflektiert. Sie treffen beide auf diesen Spiegel. Hier geht wieder die Hälfte des Lichtes durch von dem grünen Licht und sozusagen von dem roten Licht wird die Hälfte des Lichtes reflektiert. Das Licht überlagert sich. Ja, es kommt zur Interferenz. Das ist ja etwas, was wir in der Vorlesung auch noch lernen werden, aber das haben wir bei Wellen ja schon gesehen, was Interferenz ist. Ja. Und Sie sollten hier auf dem Schirm ein sogenanntes Interferenzmuster messen können. Gut. Wenn erstmal jetzt nichts los ist, dann ist das ganz normale Bild, das sehen Sie hier. Ja, es werden also Lichtwellen imitiert, die werden zur Hälfte, die werden aufgespalten, zur Hälfte reflektiert, zur Hälfte gehen sie durch und werden reflektiert und treffen auf den Detektor. Das ist die Idee hinter diesem Interferometer. Wir werden gleich sehen, was der Clou ist. So, und die Erdbewegung, ja, die Erde bewegt sich jetzt und jetzt ist diese ganze Apparatur also in Bewegung mit der Geschwindigkeit V. Ja? So. Hier sehen Sie das, wie es also aussieht. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Und zwar sehen Sie hier nochmal, wie das also aussieht. Das Licht kommt hier an, symbolisiert durch dieses Kügelchen. Die Hälfte des Lichtes geht durch, die Hälfte des Lichtes wird reflektiert, kommt wieder zurück. Ja? Und überlagert sich und wird dann hier in dem Detektor gemessen. Ja? Und jetzt ist dieser Bewegung die
Erdbewegung überlagert. Die Erde bewegt sich jetzt mit der Geschwindigkeit v in diese Richtung. Und hier haben wir die Lichtquelle und in diese Richtung bewegt sich auch die Erde mit der Geschwindigkeit v. Dann sieht das so aus. Also mein ganzes Interferometer bewegt sich natürlich mit. Hier haben wir unseren halbdurchlässigen Spiegel. Hälfte geht durch, Hälfte wird reflektiert. Zack, geht gegen den Spiegel, kommt zurück. Auch das hier kommt zurück. Und wir sehen dann, ja, die kommen jetzt zu unterschiedlichen Zeiten an und dann würden wir irgendein Interferenzbild sehen. Das ist zunächst mal die Situation. Wir würden also ein Interferenzbild sehen. Wie kann man daraus was über die Lichtgeschwindigkeit lernen? Zeige ich Ihnen gleich. Ja? Wir gucken uns erstmal an, was wir jetzt hier mathematisch dazu sagen können. Nochmal, dieses Ärmchen hier hat die Länge L parallel, dieses Ärmchen hat die Länge L senkrecht. Parallel bedeutet parallel zur Erdbewegung, senkrecht bedeutet senkrecht zur Erdbewegung. So, das heißt, die Zeit t parallel, um diese Länge L parallel zu durchlaufen, ist jetzt einfach L parallel durch c plus v, denn das Licht läuft ja einmal mit der Geschwindigkeit c plus v. Wir gehen davon aus, dass die Galilei-Transformationen stimmen, dass sich die Geschwindigkeiten einfach addieren, genauso als wenn ich den Ball nach vorne wegwerfen würde. Ja? Und wenn das Licht reflektiert wird, läuft es ja mit der Geschwindigkeit c minus v. Also einmal c plus v, einmal c minus v, also L parallel durch c plus v auf dem Hinweg, L parallel durch c minus v auf dem Rückweg. Das kann ich zusammenfassen, ich bringe das zum Beispiel auf den gleichen Nenner, ja, und dann kann ich das so zusammenfassen, diese Zeit t parallel ist zweimal L parallel durch c durch 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. So weit, so gut. Das ist die Zeit t parallel. Die Zeit t senkrecht, die das Licht also hier unterwegs ist, also bis zu dem Spiegel und wieder zurück, naja, da muss ich ja die Geschwindigkeiten vektoriell addieren. Das heißt, dann komme ich auf die Geschwindigkeit Wurzel aus c Quadrat minus v Quadrat, wenn ich mit der Geschwindigkeit v mich bewege. Ja? Und die Strecke L senkrecht durchlaufe ich auch wieder hin und zurück, deswegen steht da der Faktor 2. Das heißt also, ich kann das noch ein bisschen umformen. Die Zeit t senkrecht, die das Licht braucht, um hier zu diesem Spiegel zu kommen und wieder zurück, ist damit dann zweimal L senkrecht durch c durch Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Ja, und der Wegunterschied, sozusagen die Wegdifferenz zwischen dieser Strecke und dieser Strecke ist dann einfach c mal t parallel, ist ja die Länge dieser Strecke, minus c mal t senkrecht. Das ist der Wegunterschied, Delta L1 habe ich ihn genannt. Da muss ich also dieses hier mal c nehmen, dann fällt das c hier weg. Minus dieses hier mal c, da fällt das c da weg. Und dann sehen Sie, da kommt dieser Ausdruck raus. So weit, so gut. Ja? Das behalte ich mir erstmal als Zwischenergebnis. Jetzt mache ich folgenden Trick. Und das war der Trick von Michelson und Morley. Ich drehe die Apparatur um 90 Grad. Also ich drehe jetzt diese Apparatur um 90 Grad. Dann tausche ich die beiden Längen sozusagen aus. Ja, also nochmal, ich drehe sie um 90 Grad. Die Erdbewegung bleibt ja weiter in diese Richtung. Jetzt tausche ich die beiden Längen L senkrecht und L parallel aus. Ich habe die Bezeichnung gleich gelassen, aber jetzt ist L senkrecht parallel zur Bewegungsrichtung und L parallel senkrecht zur Bewegungsrichtung. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber das ist jetzt so. Ich muss also einfach nur für die Zeit t parallel, die das Licht jetzt in dieser Richtung hin und her läuft, ja, einfach nur L parallel durch L senkrecht ersetzen, habe ich hier gemacht. Und für die Zeit t senkrecht, um die Zeit rauszukriegen, die das Licht braucht, um bis zu diesem Spiegel zu kommen und wieder zurückzukommen, muss ich L senkrecht durch L parallel ersetzen. Habe ich hier gemacht, wie Sie sehen. Ja? Der Wegunterschied ist jetzt c mal t senkrecht minus c mal t parallel. Kommt also das raus. Ja? Also die beiden einfach nur, die Cs fallen dann raus. Und die Differenz dieser beiden Messungen, die Wegunterschiede, die Differenz der beiden Wegunterschiede, die ich jetzt hier rauskriege, die das Licht zurückgelegt hat, wären also, ja, das ist jetzt das Delta L2, Delta L1 minus Delta L2. Also dieser Ausdruck, den ich eben hatte, ja, den Sie hier auf dieser Folie sehen können, dieser Ausdruck, Delta L1 und Delta L2 ist dieser Ausdruck. Beachten Sie nochmal, hier steht L parallel, L senkrecht, hier steht unter L senkrecht die Wurzel, unter L parallel nicht die Wurzel, hier steht unter L senkrecht nicht die Wurzel und unter L parallel die Wurzel. Und die Differenz aus beiden, das ist dieser Ausdruck minus dieser Ausdruck. Das ist das Delta L. Ja,
Das kann ich jetzt zusammenfassen, das ist unser Ausdruck hier. Ja, sehen Sie, da kann ich jetzt ausklammern, wenn ich zum Beispiel nur diese Terme ohne die Wurzel nehme, da kann ich zweimal L parallel plus L senkrecht ausklammern. Das kann ich bei dem anderen Term auch und dann steht da das. Und jetzt muss ich bedenken, 1 durch 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. V ist sehr viel kleiner als C. Da kann ich das ungefähr schreiben als 1 plus V Quadrat durch C Quadrat. 1 durch Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. V ist sehr viel kleiner als C. Dann kann ich das schreiben als ungefähr 1 plus 1/2 mal V Quadrat durch C Quadrat. Ja? Und wenn ich das beides hier voneinander abziehe, dann muss ich das voneinander abziehen. 1 minus 1 gibt 0, hier ziehe ich noch 1/2 ab, dann kürze ich der Faktor 2 raus. Also das Delta L, die Weglängendifferenz zwischen diesen beiden Stellungen, einmal mit Erdbewegung, einmal 90 Grad dazu gedreht, ist L parallel plus L senkrecht, das sind ja die Längen meiner beiden Interferometerarme, mal V Quadrat durch C Quadrat. Sie sehen, das ist klitzeklein. V ist ja sehr viel kleiner als C. Und die Phasenverschiebung in der Lichtwelle ist ja 2π durch Lambda mal die entsprechende Weglängendifferenz. So haben wir die Phasenverschiebung definiert im Bereich von Interferenzen. Das kriegen wir aber noch. Das kommt noch in der Vorlesung. Ja? Falls Sie das nicht mehr genau wissen, ja, vielleicht aus der Schule oder so, aber das kommt noch in der Vorlesung. Da unterhalten wir uns noch über Interferenz von Wellen. Ja? So kann man die Phasenverschiebung einer Lichtwelle sich ausrechnen. Das ist die Wellenlänge des Lichtes, die interessiert uns erstmal nicht. Und das ist das Delta L. Also ist das 2π durch Lambda mal L parallel plus L senkrecht mal V Quadrat durch C Quadrat. Die Phasenverschiebung ist natürlich klein, weil hier V durch C steht und dann auch noch zum Quadrat und V ja sehr viel kleiner ist als C. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, sie ist klein, aber messbar. Ja? Michelson und Morley haben das so realisiert, dass sie ihr Interferometer auf eine schwere Betonplatte gestellt haben. Ja? Hier sehen Sie es nochmal genauer. Und dann haben sie wirklich diese Betonplatte, die schwamm auf Quecksilber, also eine Riesensauerei, damit sie nämlich diese Betonplatte möglichst gleichmäßig drehen können. Das ist der Clou. Sie müssen das die ganze Ding ja um 90 Grad drehen können, ohne es groß zu verschieben, ohne die Längen auch zu verändern. Ja, Sie sehen, das ist die Idee. Sie drehen das Interferometer um 90 Grad und gucken nach, ob sich das Interferenzmuster, was Sie beobachten können, verschiebt. Wie gesagt, Interferenzmuster kommt noch in der Vorlesung. Das ist die Idee. Und wenn sich das Interferenzmuster verschiebt, dann sehen Sie, aha, das liegt an den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Einmal bewege ich mich mit der Erde, einmal bewege ich mich senkrecht zur Erde. Ja? Ja, hier sehen Sie nochmal, wie die das gemacht haben. Die haben die Strecken L parallel und L senkrecht möglichst dadurch verlängert, dass sie das Licht hin und her gespiegelt haben. Diese Strecken müssen ja keine geraden Strecken sein, sondern das Licht muss sich nur auf diesen Strecken irgendwie bewegen. Das muss sozusagen Auslauf haben, damit es Zeit hat, diese Strecke zurückzulegen. Und das kann ich durch hin und her spiegeln einfach hinbekommen. Ja, das Licht ist hier rausgekommen, hier war der halbdurchlässige Spiegel und dann ist das Licht hin und her gespiegelt worden, ja bis zu diesem Spiegel, das ist der feste Spiegel, dann ging es wieder zurück und dasselbe Spielchen hat sich hier auf diesem Ärmchen abgespielt. Diesen Spiegel konnte man dann auch noch verstellen, aber man hat den natürlich festgestellt. So, ja, das war also der Plan und das hat unsere Berechnung ergeben. Wir sehen also, V ist 30 Kilometer pro Sekunde ist die Bewegung der Erde. 300.000 Kilometer pro Sekunde ist die Lichtgeschwindigkeit. Dieser Ausdruck V Quadrat durch C Quadrat ist also 10 hoch minus 8. Das ist also sehr, sehr klein. Ein 10, ja, das ist ja, 100 Millionstel. Nee, nicht 100 Millionstel, das ist ein Hundertstel Millionstel. So, ja. Und deswegen hat man die beiden Längen hier, da hat man immerhin 10 Meter hingekriegt durch dieses Hin- und Herspiegeln. Ja, und wenn ich das jetzt hier einsetze und dann 2π durch Lambda auch noch mit der Wellenlänge des Lichtes skaliere, dann kommt da raus 2π⁵ oder 2/5π ist die Phasenverschiebung. Naja, wenn ich mir das in Grad umrechne, ist das gar nicht so viel, gar nicht so wenig. Das ist 40% ja, von immerhin 360 Grad. Das ist nicht wenig. Ja, das ist nicht wenig. Das sollte man also leicht beobachten. Man sollte also das Interferenzmuster, was man sieht, während man das Interferometer dreht, sollte sich also leicht verschieben. Das ist also leicht beobachtbar. Man hat aber nichts beobachtet.
Daraus kann man natürlich den Schluss ziehen, das Experiment war nicht genau genug. Sie haben ja gesehen, wie filigran das ist. Ja, den Schluss kann man daraus ziehen. Michelson und Morley haben das Experiment immer und immer und immer wieder wiederholt und immer wieder das gleiche Ergebnis erzielt. Nämlich, sie sehen nichts. Sie sehen nicht mal den Ansatz einer Verschiebung der Streifen. Nicht mal den Ansatz. Und daraus hat dann erst Einstein den Schluss gezogen, vielleicht gibt es den ja gar nicht. Vielleicht ist die Lichtgeschwindigkeit ja konstant. Und so ist er auf die richtigen Transformationen gekommen. Durch die richtige Interpretation dieses Experimentes. Ja? Aber da sehen Sie mal, wie wichtig es ist, sorgfältige Experimente durchzuführen. Ja, obwohl aus einem Negativergebnis können Sie nie etwas Positives schließen. Das müssen Sie sich auch merken. Ja? Hier kann man immer sagen, vielleicht haben die nicht genau genug gemessen. Ja, darauf können Sie nicht schließen. Nur Einstein hat halt diesen Schluss gezogen und gesagt, ich vertraue denen, die haben gut genug gemessen, aber wenn da natürlich nichts zu messen ist, dann können die ja auch nichts messen. Ja, hier sehen Sie, wie man heute so einen Michelson-Interferometer ganz klein aufbauen kann mit so einem halbdurchlässigen Spiegel, ja, einen Spiegel auf dem Verschiebetisch, auf dem Schirm, ja, und dann kann man den Spiegel auf dem Verschiebetisch, wenn ich hier auch diese Entfernung ändere, dann sehen Sie hier die Interferenzmuster. Dann, wenn sich die Entfernung ändert, ändert sich natürlich auch das Interferenzbild. Und dann können Sie da auf dem Spiegel solche Interferenzringe beobachten. Und nochmal, Sie sollten also durch die Drehung des Interferometers auch ein solches Verschieben der Interferenzringe beobachten. Und das hat man eben nicht getan. Ja, gut. Das war also zur Mathematik des Michelson-Experiments. Gucken wir uns nochmal die relativistische Geschwindigkeitsaddition an. Wie ist das denn, wenn sich also die Lichtgeschwindigkeit nicht addiert? Wie muss ich denn dann in der Relativitätstheorie Geschwindigkeiten addieren? Jetzt habe ich es wieder andersrum. Jetzt ist S mein System, wo ich mich in Ruhe befinde, und S' ist mein System, in dem, welches sich mit der Geschwindigkeit V relativ zum System S bewegt. Tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Das ist jetzt genau andersrum als eben. Ja? Also, ich befinde mich in dem System S', habe dort und bewege mich mit der Geschwindigkeit V relativ zum System S, und ich beobachte einmal aus dem System S und beobachte da dann mein Raumschiff und stelle fest, das Raumschiff bewegt sich mit der Geschwindigkeit U. Ja? So, U, relativ zu S. Dann ist es so, ich beobachte jetzt im System S', das System S' bewegt sich mit der Geschwindigkeit V relativ zum System S, und ich messe im System S' die Geschwindigkeit meines Raumschiffes, und da messe ich die Geschwindigkeit U'. Wie hängt jetzt also U' mit U zusammen? Das sagen mir aber ganz einfach die Lorentz-Transformation, mathematisch folgendermaßen. Lorentz-Transformation, x ist ja gleich Gamma mal x' plus v mal t'. T ist gleich Gamma mal t' plus v mal x' durch c². Lorentz-Transformation. Vom System S' in das System S, also vom bewegten System S' in das ruhende System S. Ja? Ja, die Differenziale, das heißt, ich bilde einfach dx ist gleich Gamma mal dx' plus v mal dt'. Und dt ist gleich Gamma mal dt' plus v mal dx' durch c². Das sind die Differenziale. Und die Geschwindigkeit ist ja dx nach dt im System S. dx nach dt ist also bei der Geschwindigkeit u. Ich habe es hier ux genannt, weil es kein Vektor ist, weil es ja nur in einer Dimension ist. Das ist die x-Komponente meiner Geschwindigkeit u, die ich im System S messe. dx nach dt. Und x ist ja der Ort meines Objektes, welches sich bewegt im System S. Ja? Und jetzt setze ich nach Lorentz-Transformation für dx das hier ein und für dt setze ich das hier ein. Da sehen Sie, das Gamma kürzt sich raus und da steht dann dx' plus v mal dt', dt' plus v mal dx' durch c². Jetzt dividiere ich Zähler und Nenner durch dt', dann steht hier dx' durch dt' plus v dividiert durch dt' plus v mal c² dx' nach dt'. Sie sehen hier übrigens einmal mehr die Überlegenheit der Leibniz-Schreibweise für Ableitung. Ja, mit dem d nach dt. Ja? So. Ja, und dx' nach dt', das ist aber die Definition der Geschwindigkeit im gestrichenen System, im sich bewegenden System. Das ist die gemessene Geschwindigkeit im sich bewegenden System. Das ist u'. Ja? Und das auch, das ist ux', so würde ich das kennzeichnen. Und da sehen Sie, ja, die Geschwindigkeit ux, die ich messe, ist ux' plus v. Das wäre das Resultat
bei Galilei-Transformation. Also wenn ich mich mit der Geschwindigkeit v bewege und hier das Objekt mit der Geschwindigkeit ux' wegwerfe. Ja, das wäre bei Galilei-Transformation das Ergebnis. Aber bei Lorentz-Transformation kommt jetzt dieser Faktor hier noch dazu. Durch 1 plus v mal ux' durch c². Wenn v und ux' aber sehr viel kleiner sind als die Lichtgeschwindigkeit, dann ist das ungefähr 1. Da sehen Sie wieder, für sehr kleine Geschwindigkeiten geht das in das altbekannte Ergebnis über. Natürlich addieren sich die Geschwindigkeiten einfach linear von den beiden Bewegungen. Aber bei immer größeren Geschwindigkeiten, wenn v oder ux gegen c gehen, dann scheint sich dieser Nenner bemerkbar zu machen. Ja? Dann scheint sich dieser Nenner bemerkbar zu machen. Das ist die Addition zweier Geschwindigkeiten, ux' und v in der Relativitätstheorie. Die wird durch diese Formel gekennzeichnet. Es muss sich eigentlich immer für kleine Geschwindigkeiten die Galilei-Transformation ergeben, denn die ist ja für den Alltag richtig, bei jeder Formel in der Relativitätstheorie. Aber so addieren sich Geschwindigkeiten. Beispiel, wir haben jetzt also ein Teilchen, welches sich mit der Geschwindigkeit v bewegt, und dieses Teilchen sendet ein Photon, ein Lichtteilchen aus. Was Photonen sind, kriegen wir noch in der Vorlesung. Ja, das am Beginn der Quantentheorie. Das wäre jetzt die Geschwindigkeit ux'. Also das ist genau die Situation. Ich bewege mich mit der Geschwindigkeit v und strahle nach vorne mit der Taschenlampe mein Licht aus. Und ich frage mich, wie groß ist die Geschwindigkeit des Lichtes im Ruhesystem? Ja, gut, das frage ich mich. Und da sehen Sie, ja, ux ist gleich c plus v, also mein ux' ist ja c plus v durch 1 plus v mal c durch c². Ja, da kommt c raus. Lichtgeschwindigkeit ist also gleich geblieben. Lichtgeschwindigkeit ist konstant in jedem Bezugssystem. Das ergibt sich aus dieser Formel. Ich kann da nichts drauf addieren. Ja? Selbst wenn ich zwei Lichtgeschwindigkeiten addiere, also wenn ich hier für v auch c nehme, c plus c ist 2c, und dann steht hier 2c durch 2 ist auch c. Also selbst zwei Lichtgeschwindigkeiten addieren sich nicht zu mehr als Lichtgeschwindigkeit. Also c plus c gibt wieder c und nicht 2c. Ja? Aha. Und das ist der Grund, warum die Lichtgeschwindigkeit in der speziellen Relativitätstheorie nicht überschritten werden kann. Die Lichtgeschwindigkeit ist tatsächlich die größtmögliche Geschwindigkeit. Es ergibt sich aus der Relativitätstheorie automatisch mithilfe dieser Additionsformel für Geschwindigkeiten. Ja. Es gibt noch weitere Folgerungen, die man ziehen kann aus der speziellen Relativitätstheorie. Eine weitere Folgerung ist zum Beispiel die relativistische Masseveränderlichkeit. Haben Sie vielleicht schon gehört. Ja? Da müssen wir eine subtile Überlegung machen. Die zeige ich Ihnen jetzt noch zum Schluss dieser mathematischen Ergänzung. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Sie haben hier einen Turm und an diesem Turm haben wir diese beiden Raumschiffe mit der Masse m0 angeklebt. Ja? Raumschiff A und Raumschiff B. Dann ist der Schwerpunkt dieser beiden Raumschiffe natürlich hier in der Mitte dieses Turms. Das ist der Schwerpunkt. Klar, Schwerpunkt hatten wir erstes Semester. Ja, also das ist die Lage. Ja, das sind gleiche Raumschiffe mit der gleichen Masse M0. Der Schwerpunkt des Gesamtsystems ist in der Mitte des Turmes. Und jetzt gucken wir uns diese Situation einmal von außen an, das heißt also aus Sicht eines ruhenden Beobachters, und einmal nehmen wir uns einen Beobachter, der sich mit dem Raumschiff A mitbewegt. Also, von außen, beide Raumschiffe fliegen jetzt los mit der Geschwindigkeit U, das Raumschiff B mit der Geschwindigkeit plus U, das Raumschiff A mit der Geschwindigkeit minus U. Ja, das machen wir jetzt. So, und das bedeutet, wenn wir das jetzt machen, dann ist es einfach von außen, also im raumfesten Bezugssystem ist die Lage ja klar, der Schwerpunkt bleibt immer bei S. Beide Raumschiffe sind gleich schwer und bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit u vom Turm weg. Ja? Das heißt also, wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann können wir diese Situation uns jetzt mal hernehmen und uns mal überlegen, was passiert denn, wenn ich mich auf das Raumschiff A draufsetze und ich von dem Raumschiff A die Situation beobachte. Ja? Dann gilt Folgendes. Klar ist, dass der Schwerpunkt des Bezugssystems sich immer am Punkt S befinden muss. Denn der Schwerpunkt, das ist ja eine messbare Tatsache, eine objektive messbare Tatsache, die kann nicht davon abhängen, von wo ich gucke. Der Schwerpunkt ist immer am gleichen Ort. Ja, das bleibt da. Und es ist klar, dass ich mich mit der Geschwindigkeit U relativ zu diesem Schwerpunkt wegbewege. Das ist klar.
Aber das Raumschiff B, ja, bewegt sich nicht relativ von mir mit der Geschwindigkeit 2u weg. Denn 2u wäre das ja, ich bewege mich mit u in diese Richtung. Das Raumschiff bewegt sich mit der Geschwindigkeit plus u in diese Richtung. Das würde bedeuten, effektiv müsste dieses Raumschiff B sich mit der Geschwindigkeit 2u von mir wegbewegen. Das ist nicht der Fall, denn es gibt ja die relativistische Geschwindigkeitsaddition. Ja, die muss ich ja berücksichtigen. Die beiden Geschwindigkeiten addieren sich ja nicht einfach, beziehungsweise subtrahieren sich nicht einfach. Ja, ich muss ja die relativistische Geschwindigkeitsaddition berücksichtigen. Das heißt, dieses Raumschiff, ja, bewegt sich für mich, ja, wenn ich hier sitze, mit der Geschwindigkeit v irgendwie weg. Ja, und zwar mit der Geschwindigkeit v, die ich berechnen kann, aus 2u durch 1 plus u Quadrat durch c Quadrat. Und das ist kleiner als 2u, das ist also nicht die Geschwindigkeit 2u. Ja, das mache ich mit der Formel von eben für die relativistische Geschwindigkeitsaddition. Aha, das bewegt sich also oft mal mit einer kleineren Geschwindigkeit weg. Das bedeutet aber, wenn die Geschwindigkeit v kleiner ist als die Geschwindigkeit u, dann heißt das ja, dass der Schwerpunkt immer näher sein müsste an b als an a. Das geht aber nicht, der Schwerpunkt muss sich ja immer in der Mitte befinden. Es ist ja eine objektive Tatsache, dass der Schwerpunkt sich in der Mitte befindet. Ja? Das bedeutet aber, Raumschiff B muss schwerer geworden sein. Nur dann kann ich das ausgleichen und den Schwerpunkt hier immer in die Mitte bringen. Ja? Das muss also schwerer geworden sein. Genauer gilt also, wenn ich von A aus betrachtet Masse, ja, M0, also die Masse meines Raumschiffs, multipliziert mit dem zurückgelegten Weg, das ist U mal T in der Zeit T, ja, muss jetzt ja gleich Masse mal die Geschwindigkeit dieses Raumschiffs sein, v minus u, ja, u ist ja die Geschwindigkeit, mit der ich mich relativ zu dem Punkt S bewege, ja, das ist, dann ist v minus u die Geschwindigkeit, mit der sich das Raumschiff in diese Richtung bewegt, ja, mal t. Das gilt für den Schwerpunkt, es muss immer Masse mal Abstand muss konstant sein. Ja, deswegen habe ich da noch die Zeit t hingeschrieben. Das eine ist ja die Geschwindigkeit und da muss ich mit der Zeit multiplizieren, um auf eine Strecke zu kommen. Das Raumschiff bewegt sich also mit v minus u. Ja, wenn v gleich 2u wäre, wenn v relativ jetzt zu ihm hier, wenn v gleich 2u wäre, wäre alles in Ordnung. Dann würde da stehen m gleich m0. Aber v ist ja kleiner als 2u. V ist ja, hier muss ich ja den Wert von der relativistischen Geschwindigkeitsaddition einsetzen. V ist ja 2u durch 1 plus u Quadrat durch c Quadrat. Ja? Das setze ich also hier ein und kann jetzt diese Formel nach m umstellen. Wenn ich das tue, dann sehen Sie, hier steht das. Ja, dann steht da m0 ist gleich m mal 1 minus u Quadrat durch c Quadrat durch 1 plus u Quadrat durch c Quadrat und aus der Formel der relativistischen Geschwindigkeitsaddition, die kann ich umstellen, ja, nach v, ja, beziehungsweise ich kann sie so umstellen, dass ich dann diesen Quotienten habe. Das ist Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Und v ist ja die Geschwindigkeit, mit der sich das Raumschiff B bewegt. Ja? Und dann sehen Sie, es steht hier, m0 ist gleich m mal Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Oder die Masse, die Trägheit, die dieses Raumschiff hat, das ist gleich die Masse, die das Raumschiff hat, wenn es sich nicht bewegen würde, m0 durch Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Und Sie sehen also, dieses Raumschiff wird träger, ja, oder wie ich auch sagen könnte, schwerer. Ja, die träge Masse verändert sich um den Faktor 1 durch Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Das ist also dieses Gamma, was wir immer in der Relativitätstheorie haben. Das ist ein Faktor größer als 1. Und je dichter ich an die Lichtgeschwindigkeit komme, desto träger wird diese Masse m, denn desto größer wird dieser Ausdruck. Sie sehen also, ja, und alles hängt wieder an der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, denn daran hing ja die relativistische Geschwindigkeitsaddition, ja, und die brauche ich hier jetzt, um die relativistische Masseveränderlichkeit mir klarzumachen. Alles hängt also in der Relativitätstheorie an dieser Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, die man letztlich durch das Michelson-Experiment zum ersten Mal vermutet hat, dass sie konstant ist. Das Michelson-Experiment war da das Schlüsselexperiment und zu dem Michelson-Experiment haben Sie jetzt ja auch die Mathematik kennengelernt. Ja, das wollte ich Ihnen nochmal in einer mathematischen Ergänzung genauer auseinander
dividieren, Ihnen genauer erklären, das war mir wichtig. Das nächste Mal werden wir Berechnungen zur geometrischen Optik hier durchführen, die in der Vorlesung einfach zu kurz kommen. Und da zeige ich Ihnen, wie man diese Berechnungen genauer durchgeführt hat. Ich wünsche Ihnen was für die Woche. Alles Gute. Schauen Sie bitte nächste Woche wieder rein. Bis dahin.